Europameisterschaftsfinale spielen zu dürfen für Deutschland, das ist so die größte Vorstellung, die man eigentlich als Kind oder auch jetzt ich immer noch haben kann. Und da bin ich mega heiß drauf. Wie gesagt, ich will da am nächsten Sonntag im Finale stehen in Amsterdam. Und wenn wir gegen Holland am Ende da spielen, dann ist es mit Sicherheit nicht schlecht. Das wird bestimmt eine gute Stimmung sein. Aber ich nehme auch jeden anderen Gegner. Wir haben Top-Gegner. Die europäischen Teams werden immer stärker. Und ich möchte da so erfolgreich wie möglich sein und am liebsten am Sonntag im letzten Spiel des Turniers dabei sein. Das ist das Finale. Und ich glaube, das sollte auch unser Anspruch sein. Wir haben jetzt in den vergangenen Jahren immer recht erfolgreich gespielt, aber die letzten Spiele im Turnier dann meistens ja, recht hoch auch verloren gegen Holland und Belgien jetzt in der jüngsten Vergangenheit. Und ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, jetzt bei der Europameisterschaft auch mal wieder die eigenen Krallen auszufahren und vielleicht ganz oben anzugreifen. Es ist jetzt nicht meine Priorität 1, irgendwie der Leader auf dem Platz zu sein, wo alle von draußen sagen, dass der neue Stefan Effenberg das Hockey ist oder ich weiß es nicht, sondern ich möchte meinen Teil der Mannschaft mitgeben. Man weiß es ja, die junge Generation von heute, die ist ja recht frech und werden da mit Sicherheit auch direkt Verantwortung mit übernehmen. Da freue ich mich drauf. Wie gesagt, ich will Teil der Mannschaft sein, mein Bestes mit einbringen und wenn das jetzt im Moment vielleicht mehr gefragt ist als noch in der Vergangenheit, dann werde ich das auch natürlich auch voll ausleben. Aber ich denke, auf kurz oder lang ist es Nationalmannschaft und da sind super starke Spieler. Da muss ich mich nicht verbiegen, sondern da werde ich einfach mein Ding machen können und helfen können.